selber Nerd von Medizin. Hallo! Heute soll es so ein bisschen um den niedrigen Blutdruck gehen. Ich denke, das werdet ihr alle schon mal gehört haben, egal wo ihr arbeitet. Martin, was kann denn überhaupt niedrigen Blutdruck machen? Wann tritt denn das auf? Also eine typische Ursache ist der Schock. Ein schockierter Patient, gibt es vier Ursachen. Der obstruktive Schock, distributive Schock, hämorrhagische Schock und der kardiogene Schock. Wenn wir dazu ein bisschen ins Detail gehen sollen, wir möchten euch keine Zeit nehmen, dann schreibt uns einfach und dann gibt es auch bald ein gutes Schockvideo. Auf jeden Fall. Teilen und liken, naja. Aber abseits des Schocks gibt es auch niedrige Blutdrücke oder schlechte Patienten, die wir selber zu verantworten haben, nämlich zum Beispiel im Rahmen von einer Narkoseeinleitung, also der Schock oder der niedrige Blutdruck im Rahmen der Narkose. Die schlimmstmögliche Situation ist die sogenannte Periarrest-Situation, also die Variante, wo der Patient vom Blutdruck und von der Gesamthämodynamik so weit runtergeht, Stück für Stück für Stück, bis er quasi kurz vor dem Kreislaufstillstand steht. Und das würden wir gern verhindern. Wie kann man das denn machen, Philipp? Klingt gut. Ja, ich würde sagen, zuallererst einmal sollte man natürlich die Ursache des Patienten auch bekämpfen. Das heißt, wenn der Patient jetzt einen Herzinfarkt zum Beispiel hat, sollte man den Herzinfarkt behandeln oder den Pneumothorax, wenn er einen Pneumothorax hat, mhm, und das die Ursache des Schocks, mhm, ist. Manchmal kann man die Ursache nicht direkt bekämpfen und dann muss man medikamentös irgendwie dagegen vorgehen. Und da fallen mir jetzt so spontan zwei Dinge ein, das ist Volumen und Katecholamine. Martin, Katecholamine, komisches Wort, klingt seltsam. Was ist das und was kann man damit machen? Also Katecholamine sind kreislaufunterstützende Medikamente einer speziellen Klasse. Konkret sind für uns in der Notfallmedizin drei Katecholamine besonders wichtig. Das eine ist das Suprarenin oder Adrenalin, das wir besonders aus der Reanimation kennen und aus der Anaphylaxiebehandlung. Das zweite ist das Noradrenalin, zu dem erzähle ich gleich nachher nochmal was. Und das dritte ist, um das geht es aber gar nicht so, ist das Dobutamin, ein speziell herzkraftsteigerndes Medikament. Das Noradrenalin ist besonders interessant für uns, weil das eine speziell starke Wirkung auf die sogenannte Vasokonstriktion hat. Also das heißt, es verengt die peripheren Blutgefäße und erhöht damit den Blutdruck im Rest des Systems. Man weiß auch mittlerweile, dass das Noradrenalin eines der ersten Medikamente ist, das man geben sollte bei einem Patienten mit einem niedrigen Blutdruck, der eben so eine medikamentöse Unterstützung braucht. Mhm. Über Alpha-1-Aktivierung, ne? Vor allem, genau. Wenn du das sagst. Ja. Jetzt muss man sich überlegen, wie gibt man diese Medikamente? Denn diese ganzen Kreislaufmedikamente sind schon relativ heikel. Ja? Mit einer Ampulle oder einem Milligramm Adrenalin kann man jemanden wirklich einfach umbringen. Wenn ich dem Philipp jetzt eine Ampulle Supra spritze, dann ist das nicht gesund für ihn. Deshalb haben auch viele Leute so Angst vor diesen Medikamenten und geben die jetzt dann im Rahmen der Reanimation, dort wo man es kennt, aber haben sonst richtig Sorge, dass man da irgendwie zu viel oder zu wenig gibt. Deshalb gibt es ein gutes Konzept. Das Konzept heißt, Philipp? Push-Dose-Pressers. Push-Dose-Pressers. Aber Martin, Push-Dose-Pressers, was ist das? als hätten wir das vorab abgesprochen. Push-Dose-Pressers heißt, ist ein Konzept, das gibt es schon seit Jahrzehnten, aber ist jetzt nochmal ein bisschen konkreter formuliert worden in den letzten Jahren. Wie verabreicht man Katecholamine sicher aus der Hand, also ohne Perfusor und über eine periphere Pranüle oder ein Interossea-Zugang zum Beispiel. Das ist ja das, was wir im Notfall hatten. ZVK haben die Patienten ja draußen oder in der Notaufnahme meistens noch nicht. Und da geben wir jetzt die zwei Katecholamine, die ich vorher erwähnt habe, nämlich das Supra, also das Adrenalin, und das Noradrenalin. Und das Tolle ist, man muss sich nur eine Dosierung merken. Nämlich 1 Milligramm dieser Substanz wird auf 100 Milliliter Nazel aufgelöst. Das heißt, man nimmt jetzt eine kleine Ampulle Supra, also 1 Milligramm Supra, spritzt es in so eine 100er Kombiflak mit Nazel, schüttelt es, dann zieht man 10 Milliliter raus. So, jetzt nochmal zum Wiederholen. 1 Milligramm auf 100 Milliliter. Mhm. Ja. 1 zu 100. Mhm. 1 zu 100. Man zieht es dann raus, ja, 10 Milliliter. Also hat man in diesen 10 Millilitern hat man 0,1 Milligramm Adrenalin. Oder Noradrenalin. Das macht, wenn ich richtig gerechnet habe, 10 μ pro Milliliter. Genau. Wenn ich das dann milliliterweise spritze, gebe ich pro Milliliter 0,01 Milligramm oder 10 Mikrogramm. Und das ist eine relativ sichere Dosierung. Das heißt, wenn man jetzt einen Patienten hat mit einem schlechten Blutdruck und da medikamentös eingreifen muss oder soll, dann kann man dem mit dem
mit diesem Rezept relativ gut helfen. Zusammengefasst, 1 Milligramm auf 100 Milliliter, jetzt nicht, dass ich einen Blödsinn erzähle, 10 Milliliter rausziehen, vorher schütteln, sonst macht es nicht so viel Sinn, und dann milliliterweise applizieren. Genau. Das sind die Push-Dose-Pressers. Cool. Das sind wir eigentlich fertig. Klingt super genial, ja. Aber jetzt, da gab es doch dieses Acrinor. Das war Theotrenalin 10 Milligramm und Kaffetrin 200 Milligramm in einer Fertig. Genau, in einer Fertigmischung. 2 Milliliter. 2 Milliliter, ja, genau. Ja, 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 ja. Also das Acrinor ist auch ein gutes Medikament. Das wird gerade in der Anästhesie gern benutzt im Rahmen der Narkoseeinleitung. Und da gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Das hat eine ähnliche Wirkung wie das Noah und das Supra. Ist so ein bisschen kombinierte Wirkung, sowohl den Blutdruck als auch die Herzfrequenz ein bisschen erhöhend. Beim schwerstkranken Patienten, der mega schlecht ist, wirkt es nicht so gut und ist auch teurer und ist nicht überall verfügbar. Mhm. Das Noradrenalin, aber zumindest das Supra ist überall verfügbar. Perfekt. Hoffentlich. Das klingt für mich super, aber was mache ich jetzt, wenn der Patient über längere Zeit auch Katechylamine bekommen soll? In der Intensivstation, da waren wir ja nun beide schon, da kriegen die Patienten das ja mit einem Perfusor. Und jetzt meine Top-Frage an dich. Wie kann ich schnell und einfach ein Kochrezept für einen Perfusor mit Noradrenalin oder Suprarenin bekommen? Zum Perfusor muss man sagen, man braucht eine gute Nadel. Ja? Mhm. Wenn man Katecholamine über eine periphere Vene gibt, das sollte man auch nur relativ kurz machen, aber in einer Notfallsituation macht es keinen Sinn, da jetzt ewig lang ein ZVK draußen auf der Straße zu legen oder ganz am Anfang. Und man kann sie auch sicher über eine periphere Vene. Man kann sie auch sicher gehen, aber genau, aber man sollte jetzt das jetzt nicht über Tage machen und auch nicht mit Monsterdosen, aber am Anfang kann man das gut tun. Es gibt zwei Rezepte, die man sich merken kann. Das eine ist total easy. Und deshalb merke ich es mir so gut, ja? Auch das 5 Uhr Frührezept. Und haus fünf raus. Passt ganz, ja, ich haus raus. Das ist 5 auf 50 mit 5. 5 Milligramm Noradrenalin oder Suprarenalin auf 50 Milliliter, das sind die Perfusorspritzen am 50 Milliliter, aufziehen und dann mit 5 Milliliter pro Stunde zu starten. Das sind dann 0,5 Milligramm pro Stunde, also wieder ein 5er kann man sich ganz gut merken. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei Patienten, die nur ganz wenig brauchen und bei kurzen Transportzeiten oder kurzen Versorgungszeiten fließen diese 5 Milliliter pro Stunde natürlich relativ langsam an. Das heißt, man kann das Ganze noch anders verdünnen. Das sollte auch im Team dann natürlich besprochen werden. Da schreiben wir euch noch ein Rezept in die Shownotes. Das wäre nämlich 1 Milligramm auf 50 Milliliter. Aber 5 auf 50 mit 5 ist was, was man sich merken kann und aus was eine relativ sichere Dosierung ist. Das sind 0,5 und Milligramm. Messe ich dann einmal, wenn ich das angehangen habe, den Blutdruck einmal und wenn ich sehe, dass er passt, dann kann ich den dann Blutdruck ist egal. Abmachen, genau. Dann ist ab. Völlig dann richtig, ist, ja, genau. Dann ist egal. Dann ist egal. Ja. Wichtig ist, immer wenn man Katecholamine gibt, braucht man eine engmaschige Blutdruckmessung. Am besten nicht an dem Abend, wo man die Katecholamine gibt, sondern am anderen, damit das nicht genau dann wieder den Perfusor abdrückt. Das heißt, regelmäßige Blutdruckmessungen, Intervallen nicht vergessen. Das ist super, wenn irgendjemand aus dem Team dran denkt, den Blutdruck regelmäßig zu messen. Auch gerade bei dieser Push-Dose-Gabe, wo wir es einmal aus der Hand geben und dann alle 5 bis 10 Minuten kann man das nochmal wiederholen. Auch da muss man es unbedingt den Blutdruck regelmäßig messen. Der schwankt natürlich. Genau, okay. Und vielleicht noch so ein Schwank von mir, so der Klassiker. Man sollte natürlich über die Nadel dann auch keine anderen Medikamente mehr mit Bolus geben, weil dann kriegt der Patient immer ein bisschen von diesem Katecholamin-Gemisch als Bolus. Dann genau. Geht der Blutdruck rauf und runter. Genauso wie man auch nicht einfach den 3-Wege mal kurz abdrehen sollte. Dann bricht der Blutdruck eventuell ein, je nach Katecholamin-Dosis. Genau. So, ich glaube, das war... Das war es eigentlich schon. Ich fasse nochmal die wichtigsten Tipps zusammen. Tu das. Unbedingt wichtig ist, man braucht eine gute Nadel. Ja? Die blaue Nadel am Zeigefinger, die wird nicht reichen und da kann man es einfach auch in die Luft spritzen. Also man braucht eine relativ gute Nadel, die auch vor allem einen guten Fluss hat. Die muss gar nicht die dickste sein, aber sie muss gut liegen und sie muss einen guten Fluss haben. Man braucht eine Trägerlösung, ein Medikament, also ein Medikament, ja, ist alles Medikament, aber eine Infusionslösung, die dazu tropft, ja. Dass wir den Blutdruck regelmäßig kontrollieren, das haben wir schon dazu gesagt. Und immer dran denken, gibt es vielleicht eine Ursache, die wir gerade übersehen? Also nur weil man den Blutdruck gerade stabilisiert hat, vielleicht blutet der Patient da gerade aus dem Rücken raus oder hat der Pneumothorax wird schlimmer. Also auch immer, auch wenn man den Blutdruck gerade stabilisiert hat, an die
Ursachen denken. Okay, und die einfachen Kochrezepte nochmal ganz schnell von mir wiederholt, damit ich auch alles richtig verstanden habe. 1 Milligramm Noradrenalin auf 100 Milliliter shaken, 10 Milliliter rausziehen und milliliterweise geben. Genau. Oder Perfusor wären 5 Milligramm auf 50 Milliliter und das Ganze mit 5 Milliliter pro Stunde laufen lassen wären 0,5 Milligramm pro Stunde. Völlig richtig. Passt. Gefällt mir. Wisst ihr was? Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall liken. Bitte unbedingt teilen, so wie alle unsere Beiträge. Und wenn ihr andere Themen euch wünscht oder Fragen habt, immer gerne melden. Alles klar. Dann bis bald bei Nerd von Medizin. Ciao. Kochen wir was Schönes.